Soeben habe ich den Bahnhof von Biel verlassen und jetzt geht meine Wanderung Richtung See. Da noch ein Blick nach Macklingen hoch. Da hier überquere ich schon den ersten Kanal. Mein Wanderweg geht jetzt hier geradeaus. Da ist gerade die Stadt Biel in Revision. Jetzt geht mein Wanderweg da durch. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute mache ich ganz eine schöne Tour. Ich bin jetzt da schon ein bisschen außerhalb von Biel und werde der Aare entlang wandern nach Arch. Zum Teil auch noch der alten Aare entlang. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich befinde mich hier schon am Bielersee. Heute wirklich schönes Wetter. Ich hatte wieder riesiges Glück mal. Die Stadt Biel habe ich jetzt schon verlassen. Jetzt geht es da noch ein kleines Teil am See entlang. Und dann werde ich als nächstes Nidau besuchen. Dort sicher auch das Schloss. Die heutige Wanderstrecke ist ungefähr 29 Kilometer lang. Übrigens, Biel ist die größte zweisprachige Schweizer Stadt. Ich werde hier auch den französisch sprechenden Teil verlassen und komme jetzt dann in die Deutschschweiz. Einen Blick Richtung Biel. Drüben der Jura. Ganz oben das große Haus, das ist von Macklingen. Da habe ich ja auf der anderen Seite oben den Rebenweg und unten den Strandweg gemacht. Da ein Blick in das obere Ende. Und hier fängt jetzt der Nidau-Bürenkanal an, wo auch eigentlich die Aare rausfließt. Diesem Kanal folge ich jetzt ein Stück. Jetzt habe ich einen ganz schönen Weg am Nidau-Bürenkanal entlang. Übrigens, dieser Kanal ist schiffbar. Da fahren Schiffe von Biel nach Solothurn. Man kann vorher auch noch eine Dreiseenfahrt machen. Zwar Bielersee, Neuenburgersee und Murtensee. Es ist zum Empfehlen, das mal zu machen. Sehr schön. Und dann eben im Anschluss noch nach Solothurn von Biel. Über diese Brücke führt noch eine Eisenbahn.
glaube, da kommt jetzt dann gerade einer. Ja. Von da bin ich jetzt gekommen. Da haben wir den Nidau-Büren-Aare-Kanal. Und da fließt die Ziel rein. Ich hätte jetzt eigentlich über diese Brücke gehen können, mache ich aber nicht. Ich mache da noch einen Abstecher Richtung Nidau. Ich möchte noch das Schloss besichtigen und die Altstadt von Nidau. Ist eigentlich auch an Biel angebaut. Da nochmal ein Blick zur Brücke. Auf der Gegenseite werde ich nachher durchkommen. Aber jetzt geht es vorerst mal hier hoch Richtung Nidau. Schön hier an der Ziel. Kleines Schilfgebiet in der Stadt. Und da auf der linken Seite befinden sich auch wieder Häuser. An dieser Stelle werde ich jetzt kurz das Ziel verlassen. Da vorne haben wir schon wieder diese Eisenbahn, die wir vor kurzem noch gesehen haben. Ich gehe jetzt da noch in das Stadtzentrum hinein von Nidau. Da vorne ist der Bahnhof. Das ist der erste Bahnhof nach Biel. Da vorne haben wir auch schon so ein schlossartiges Gebäude. Und da geht es jetzt in die Altstadt hinein von Nidau. Die ersten Häuser von der Altstadt, auch noch schön da. Und da vorne die Kirche, da mache ich jetzt auch kurz einen Abstecher rein. Auch einen alten Durchgang. Hier noch Holz. Und da vorne komme ich jetzt wieder an die Ziel. Vorhin hatte ich noch schöne Orgelmusik in der Kirche. Noch gratis Unterhaltung.
alles sein Ziel wieder. Und jetzt gehe ich da hoch zum Schloss, das man da vorne sieht. Da stehe ich jetzt vor dem Schloss. Da sind die kantonalen Verwaltungen drin. Ein Blick auf das Schloss. Und da befinde ich mich jetzt im Schlosspark. Früher war da noch ein Wassergraben. Da aber der Spiegel von den drei Seen gesenkt worden ist durch die Jura-Gewässerkollektion, ist das Wasser sehr stark zurückgegangen. Ich glaube fast um 2 Meter. Und seitdem ist hier auch kein Wasser mehr. Da ist noch eine Skulptur. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das könnte vom Eisenplastiker Luginbühl sein. Und da das Schloss. Das stimmt also. Ich hatte recht, hier ist von Luginbühl. Typische Kunst von ihm. Noch einmal die Skulptur von Luginbühl und da mein letzter Blick auf das Schloss. Noch einmal ein Blick zum Schloss. Da überquere ich jetzt die Zihl und heute Morgen bin ich da vorne über diese Brücke gekommen. Da so ganz in der Nähe von meinem Start. Und da ein Blick auf die große Straße Richtung Biel. Jetzt bin ich über diese kleine Brücke gekommen. Und befinde mich hier wieder direkt an der Ziel. Und jetzt gehe ich wieder Richtung Nidau-Büren-Kanal. Also zurück, aber auf der anderen Seite. Noch einen kurzen Blick auf die Altstadt von Nidau. Auf der anderen Seite bin ich ja gerade vorher hochgewandert. Und jetzt gehe ich da runter. Da unten sieht man wieder, oder schon wieder, in den Nidau-Büren-Kanal rein. Ich habe also die Schlaufe schon bald fertig. Ich befinde mich hier bei der Schleuse von Port. Das ist ganz eine wichtige Schleuse. Hier wird nämlich
die ganze Wasserregulation gemacht für den Bielersee, Neuenburgersee und Murtensee.